Dieser Mann hier, ja genau der, den du gerade auf diesem Bild sehen kannst, das ist Egan He. Egan He ist eine regelrechte Weltsensation. Wenn Schrödingers Katze als Mensch wiedergeboren worden wäre, hieße sie Egan He. Denn Egan He ist der erste Mensch, der tot und gleichzeitig am Leben ist. Egan He wird in einem südkoreanischen Krankenhaus nun schon seit mehr als 4 Jahren von jeglichem Kontakt mit der Außenwelt abgeschirmt. Und niemand wagt es, seinen wahren Gesundheitszustand zu verraten. Und jetzt fragt ihr euch sicher, warum eigentlich? Wer ist dieser Mann? Nun, wir reden hier über keinen geringeren als den Vorstandsvorsitzenden von Samsung, einem der reichsten Männer der Welt. An dem Tag, an dem er stirbt, wird sein Sohn zwischen 10 und 15 Milliarden Dollar erben. Und gleich im Anschluss wird er 65% davon als Erbschaftssteuer an die südkoreanische Regierung zahlen müssen. Und ja, ich weiß, was ihr euch jetzt vielleicht fragt. Was ist das Problem? Wer würde nicht gerne 35% von 15 Milliarden Dollar haben wollen? Glaubt mir, am Ende dieses Videos werdet ihr sehr gut verstehen, warum sein Sohn ganz und gar nicht glücklich ist über dieses Milliardenerbe. Und ihr werdet vielleicht sogar zugeben, dass ihr nicht wirklich wissen wollt, ob Egan He nun tatsächlich tot oder am Leben ist. Klingt alles sehr verworren, nicht wahr? Nun, lasst uns loslegen und die Dinge entwirren. Geld. Jene besondere Sache, von der Kanye West am liebsten so schnell wie möglich, so viel wie möglich loswerden will. Was? Ihr glaubt mir nicht? Dann seht euch bitte mal folgende Meldung an. Kanye West und Kim Kardashian geben fast 1 Million Euro für goldene Toiletten aus. Genau. Wie ihr seht, gibt es nun mal Leute, die es hassen, Geld auf dem Konto zu haben. Aber umgekehrt gibt es auch viele, die Geld durchaus lieben. Und in diese letzte Gruppe fallen die meisten Milliardäre, die reichsten Menschen auf diesem Planeten. Dies mag zwar eine sehr kleine Gruppe von Menschen sein, aber sie wächst von Tag zu Tag. 2017 steigt die Zahl der Milliardäre weltweit auf 2754. Für das starke Wachstum der Zahl von Milliardären gibt es eine einfache Erklärung. Schwellenländer. Plötzlich fingen Länder wie China und Vietnam an, ihre eigenen Milliardäre zu generieren. Und ihr fragt euch vielleicht, sind dies nun gute oder schlechte Nachrichten? Nun, es kommt darauf an, wen Sie fragen. Laut Gabriel Zucman, einem marxistischen Wirtschaftswissenschaftler, ist dies zum Beispiel ein verdammt großes Problem. Gut, aber lasst uns an dieser Stelle mal einen kurzen Abstecher machen. Ihr habt sicher schon mal von der ein oder anderen Verschwörungstheorie gehört, in der behauptet wird, die Mainstream-Medien versuchten, alle Kritiker des Kapitalismus zum Schweigen zu bringen, nicht wahr? Trotzdem werden von eben diesen Mainstream-Medien sowohl Gabriel Zucman als auch Tom Spicchetti als die neuen antikapitalistischen Rockstars gefeiert. Sie schafften es sogar auf das Cover des Bloomberg-Magazins. Und zwar nicht als Bösewichte, sondern als die Guten. Also, denkt dran, wenn dir das nächste Mal wieder irgendein Klugscheißer mit dieser Verschwörungstheorie ankommt. Aber kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Was ist laut Zucman das Problem mit Milliardären? Sie zerstören die soziale Mobilität. Und was bedeutet soziale Mobilität? Das ist der akademische Begriff für den amerikanischen Traum. Denkt mal eine Sekunde darüber nach. Es ist schwer, vom Tellerwäscher zum Millionär aufzusteigen, wenn ihr mit jemandem konkurrieren müsst, der schon stinkreich geboren wurde und dadurch die besten Unis besuchen konnte. Vielen Ökonomen zufolge nimmt die Konzentration der großen Geldvermögen immer weiter zu. Sie behaupten, eine kleine Elite dort besäße fast alles. Haben Sie damit recht? Das ist schwer zu sagen. Tatsächlich gibt es bisher keine Möglichkeit, die soziale Mobilität effektiv zu messen. Es gibt also gute Argumente auf beiden Seiten. Aber Fakt ist, Zucmans Argumentation gewinnt immer weiter an Einfluss. Unsere heutige Frage lautet also, sollten wir die Reichen nicht stärker besteuern? Gibt es Länder, die dies bereits praktizieren? Und wie gut funktioniert dort eine solche Steuerpolitik? Und was hat der lebende, tote Boss von Samsung mit all dem zu tun? Heute werden wir alle diese Fragen beantworten, aber bevor wir dies tun, werfen wir noch schnell einen Blick in die Geschichte. Frisst die Reichen.
Niemand mag Steuererhöhungen. Aber wenn du jetzt nicht gerade zum Beispiel Stefan Quandt heißt, wirst du wahrscheinlich nicht besonders nervös werden, wenn das Thema Reichensteuer für Milliardäre zur Sprache kommt. Falls doch, dann hi Stefan. Trotzdem fragst du dich ja vielleicht, was Milliardäre so davon halten mögen, wenn sie Steuern zahlen müssen. Nun, es könnte dich wirklich überraschen. Warren Buffett und Bill Gates sind sich einig, dass Reiche höhere Steuern zahlen sollten. Ja, das habt ihr richtig verstanden. Aber wartet einen Moment, denn dieser Vorschlag, Milliardäre höher zu besteuern, ist komplizierter, als es scheint. Sie wollen nicht nur eine höhere Einkommenssteuer. Wir reden auch über eine Vermögenssteuer. Und das ist sehr wichtig, denn ein großes Vermögen ist die eine Sache, ein hohes Einkommen eine andere. Und nun passt gut auf, denn jetzt geben wir euch den Schlüssel zum Verständnis des Hauptproblems. Nehmen wir zum Beispiel Bill Gates. Sein Nettovermögen beträgt rund 103 Milliarden Dollar. Aber täusch dich nicht, er kann darüber nicht in bar verfügen. Wenn wir einen Blick auf sein Bankkonto werfen könnten, würden wir dort bei weitem nicht zu viel Geld sehen. Aber wo befindet sich dann sein ganzes Geld? Die Antwort liegt in seinen Anlagewerten, wertvollen Dingen wie Häusern, Kunstwerken und natürlich Microsoft-Aktien. Dies bedeutet, dass wenn Microsoft-Aktien plötzlich an Wert verlieren würden, würde auch Bill Gates Reichtum ein wenig abschmelzen. Und deshalb handelt es sich jedes Mal, wenn ihr hört, dass das Vermögen eines Milliardärs so oder so hoch ist, nun mal um eine Schätzung. Tatsächlich ist es wirklich schwer, den Reichtum von Milliardären genau zu messen. Und das ist der Grund, warum Vorschläge wie der folgende so viele Debatten auslösen. Ich habe einen Plan. Senator Elizabeth Warren diskutiert über die vorgeschlagene Vermögenssteuer und weitere Themen in Cedar Rapids. Im Moment zahlen reiche Leute in den USA Steuern wie jeder andere auch. Einkommenssteuer auf ihr Einkommen und Mehrwertsteuer auf ihre Konsumausgaben. Bei einer künftigen Vermögenssteuer müssten sie jedes Jahr zwischen 2-3% ihres Nettovermögens an den Fiskus abführen, auch wenn sie ihr Geld in dem Jahr überhaupt nicht angerührt haben. Und ja, wir reden nicht nur über Bargeld, sondern über alle Arten von Vermögenswerten, die von einem Gutachter bewertet werden müssten. Bislang gibt es bereits 4 Länder, die ähnliche Steuern haben. Die Schweiz, Belgien, Norwegen und Spanien. Wir werden euch über diese Länder in einem anderen Video mehr erzählen. Aber die Wahrheit ist, dass es eine bessere Formel für die Besteuerung der Reichen gibt. Und zwar mit einer Erbschaftssteuer. Die Erbschaftssteuer ist der Betrag, den wir jedes Mal zahlen müssen, wenn wir Geld erben. Und sie hat wirklich einen ähnlichen Effekt wie die Vermögenssteuer. Es ist nur so, dass man anstatt jedes Jahr einen Prozentsatz des Nettovermögens abzuführen, während man noch lebt, die Steuern erst nach dem Tod löhnen muss. Deutschland und viele andere Länder haben ein solches Erbschaftssteuerrecht. Allerdings wird über das Thema Erbschaftssteuer und ihre moralische Begründung ständig debattiert. Viele von euch denken vielleicht, es handle sich im Grunde um eine gute Sache, da es ja ungerecht sei, reich geboren zu werden. Andere mögen denken, es sei aber noch viel weniger fair, wenn mehr als die Hälfte des von einer Person während ihres gesamten Lebens geschaffenen Vermögens am Ende des Lebens an die Staatskasse abgeführt werden muss. Zumal es sich ja um Vermögen handelt, das ja aus bereits versteuerten Einkommen angespart wurde. Wenn wir all die Steuern, die man zu Lebzeiten bezahlen musste, und die Erbschaftssteuer, die sich der Staat nach dem Tod nimmt, aufsummiert, bleibt am Ende wirklich nicht viel übrig. Aber auch dies ist eine Debatte, die wir uns für weitere Videos aufsparen. Was wir euch aber heute aufzeigen wollen, ist, was im extremsten Fall der Erbschaftsbesteuerung passiert. Und wo denkt ihr, kommt es zu diesem Extremfall? Natürlich, ausgerechnet in Südkorea. Passt auf, denn jetzt kommt unser alter Freund Egan Hee, der Vorstandsvorsitzende von Samsung, ins Spiel. Das Geheimnis des ewigen Lebens. Südkorea ist eines der wohlhabendsten Länder der Welt, was bedeutet, dass es dort sehr viele reiche Menschen gibt. Allerdings gibt es bei den südkoreanischen Superreichen eine Besonderheit. 74% der dortigen Milliardäre haben ihr Vermögen geerbt. Falls ihr Visualpolitik schon länger abonniert habt, wisst ihr, dass die südkoreanische Wirtschaft auf den sogenannten T-Bolls basiert. Übrigens, wenn ihr Visualpolitik immer noch nicht abonniert habt, solltet ihr das genau jetzt tun. Wieso? Weil wir euch auf diesem Kanal erklären, wie die Dinge und Zusammenhänge in den verschiedensten Ländern der Erde funktionieren. Und nur, wer über den Tellerrand blickt, blickt auch durch, kann Vergleiche ziehen und die Lage in der Welt und bei sich daheim richtig einschätzen, um
daraus dann die richtigen Entscheidungen für sich treffen zu können. Hey, wo sonst würdest du etwas über Erbschaftssteuern in Südkorea erfahren? Klick also schnell auf Abonnieren und auch auf die Klingel, damit du keinen wertvollen Beitrag mehr verpasst. Gut, genug der Eigenwerbung und jetzt zurück zu unserer Geschichte. Unternehmen wie Samsung, LG und Hyundai wurden zu den Giganten, die sie heute sind, weil sie eng mit dem Staat verflochten sind. Und all diese Chaebols haben etwas gemeinsam. Sie sind Familienunternehmen. Samsung zum Beispiel wurde von diesem Mann hier gegründet, Ki Byung-chul. Als er starb, erbte sein Sohn die Firma und sein Vermögen. Dieser Sohn ist unser Freund Lee Gan-hee. Und an dem Tag, an dem er stirbt, wird sein Sohn Lee Jae-yong das ganze Family Business erben. Während der Herr Papa nun also gleichzeitig tot und lebendig ist, ist er derjenige, der die Firma tatsächlich leitet. Mit anderen Worten, Korea ist kein Land, in dem ein Null anfängt wie im Silicon Valley. Aus diesem Grunde hat Südkorea die zweithöchste Erbschaftssteuer aller Länder, welche nur von Japan übertroffen wird. In Südkorea muss man bis zu 65% des geerbten Vermögens als Steuer abführen. Ja, ihr habt richtig gehört. Man darf am Ende nur 35% seines Erbes behalten, also etwas mehr als ein Drittel. Und viele von euch werden jetzt einwenden, 35% eines riesigen Vermögens sind immer noch ordentlich viel Knete, nicht wahr? Das Samsung-Erbe könnte bis zu 15 Milliarden Dollar betragen, nicht schlecht, oder? Nun, das Problem ist, dass wir hier nicht über Geld reden, sondern über Anlagevermögen. Und deshalb kann es ein großes Problem sein, einen Milliardärsvater in Südkorea zu haben. Koreanische Unternehmen sind entsetzt über die schädliche Höhe des Erbschaftssteuersatzes, der zu den höchsten der Welt gehört. Denk mal darüber nach, bei diesen 15 Milliarden US-Dollar handelt es sich nicht um Geld auf dem Konto oder unter dem Kopfkissen, sondern vor allem um Samsung-Aktien, die umgerechnet 7 Milliarden Dollar Erbschaftssteuer jedoch, die dann an den Fiskus fällig wären, müssen in harter Währung bezahlt werden. Mit anderen Worten, der Sohnemann müsste die Anteile seines Vaters an der Firma verkaufen. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie viele Aktien müsste er genau verkaufen, um seine Steuerschuld zu begleichen? Dies hängt von zwei Faktoren ab. Erstens vom Aktienkurs zum Todeszeitpunkt des Vaters und zweitens vom Aktienkurs zu dem Zeitpunkt, an dem er sie verkaufen will. Und Mann oh Mann, die Samsung-Familie könnte keine größere Pechsträhne haben. Gerüchte über den Tod des Samsung-Konzernchefs Lee Gan-hee lässt die Aktienkurse steigen. Ganz genau. Egal, ob wir über LG, Hyundai oder Korean Air sprechen, all ihre Eigentümerfamilien stehen vor dem gleichen Problem. Aber Samsungs Situation ist die unglaublichste von allen, denn die Aktien von Samsung hören einfach nicht auf zu steigen. Das bedeutet, dass die Erbsumme immer weiter anschwillt. Aber das ist noch nicht alles. Wenn man plötzlich eine so große Menge an Aktien auf einen Schlag verkaufen muss, was passiert dann mit dem Marktpreis? Natürlich wird dieser sofort einbrechen. Das bedeutet im Endeffekt, dass das Erbe des armen Lee Jae-yong nach Steuern auf einen Winzbetrag zusammenschmelzen könnte. Das heißt, keine Knete und vor allem keine Eigentums- und Stimmrechte am Familienunternehmen mehr. Und das erklärt, warum er bereit ist, alles zu tun, um seinen Vater am Leben zu erhalten. Auch 11 Monate nach dem Herzinfarkt des Vorstandsvorsitzenden von Samsung Electronics, Lee Gan-hee, hält das Samsung Medical Center und der größte Konzern des Landes den Gesundheitszustand seines Chefs und die Zukunft seines Managements unter einem dicken Schleier der Geheimhaltung verhüllt. Inzwischen versucht der Samsung-Sohn, einen Deal mit der südkoreanischen Regierung abzuschließen, um die Erbschaftssteuer nach und nach bezahlen zu können. Aber das wird nicht einfach sein. Sein Verhältnis zum neuen koreanischen Präsidenten Moon Jae-in könnte nicht schlechter sein. Samsung-Erbe nach Korruptionsurteil zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Ganz genau. Samsung war in einem Korruptionsskandal verwickelt, weil sie den vorherigen Präsidenten, der zur gegnerischen Partei des jetzigen gehörte, bestochen haben. Und Tag für Tag kommen immer neue, noch schlimmere Details über diesen Korruptionsskandal ans Tageslicht. Das Milliardärsöhnchen wird sich erneut vor Gericht verantworten müssen und er könnte dabei alle Strafmilderungen verlieren, über die er noch verfügt. Und ungeachtet dessen wächst in der Zwischenzeit der Kurs der Samsung-Aktien einfach weiter und weiter. Seit 2016 hat sich ihr Wert verdoppelt. Die einzige Lösung für unseren Freund Lee Jae-yong
besteht also darin, auf den Straßen von Seoul die Menschen anzuflehen. Bitte hört auf, Aktien von Samsung zu kaufen. Warum investiert ihr nicht in irgendwas anderes? Apple, Hyundai, Kryptowährungen. Ich meine, schaut, Samsung ist wirklich ganz okay, klar. Aber so heiß ist du nun auch wieder nicht. Schau mal, am Ende könntest du wirklich enttäuscht sein. Inzwischen hat der Samsung-Patriarch jedoch das Geheimnis des ewigen Lebens gefunden. Seitdem er nach seinem Herzinfarkt im Jahre 2014 im Krankenhaus verschwunden ist, hat ihn niemand außer seiner Familie mehr gesehen. Aber er ist weiterhin der Chef der Firma Samsung, zumindest auf dem Papier. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, funktioniert diese Erbschaftssteuer wirklich? Ist Südkorea ein Paradies der Einkommensgerechtigkeit? Nun, die Wahrheit ist, nicht wirklich. Schaut, obwohl wir die soziale Mobilität nicht gut messen können, können wir die Einkommens- und Vermögensverteilung durchaus gut bestimmen. Wie? Mit dem Gini-Index. Hier sehen wir, dass in Südkorea die Verteilung nicht besonders ungleich, aber auch nicht besonders gleich ist. In Deutschland, Großbritannien und sogar der Tschechischen Republik, in der es gar keine Erbschaftssteuer mehr gibt, sind Vermögen und Einkommen weitaus gleichmäßiger verteilt als in Südkorea. Aber das ist natürlich ein Thema für ein anderes Video. Nun kommt die Frage an euch. Wäret ihr für eine noch höhere Erbschaftssteuer als in Südkorea? Was haltet ihr von einer Vermögenssteuer, wie sie von Elizabeth Warren, Thomas Piketty oder Olaf Scholz gefordert wird? Und was glaubst du, was mit Samsungs Chef passieren wird? Wird er endgültig zu Grabe getragen werden oder doch von den Toten auferstehen, wie einst der Heiland? Bitte hinterlasst eure Antworten im Kommentarbereich unter diesem Video, abonniert Visualpolitik und drückt auf die Klingeltaste. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns auch einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.